Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer O. Wir sind zurück bei Victoria 3 mit Österreich. Die letzte Aufnahme hat irgendwie nicht ganz. Ich habe keine Ahnung warum. Aber OBS hat sich einfach abgedreht. Nicht allzu viel versäumt, wir haben nicht viel gemacht. Wir haben hauptsächlich mal unsere Wirtschaft. Wir haben jetzt 200 Millionen Pfund BIP. Und interessant, ich weiß nicht genau, was mit Großbritannien passiert ist, aber wir haben Großbritannien stark überholt. Ich weiß wirklich nicht, was mit den Briten da passiert ist. Sie haben auch keine großen Teile von Landesteile verloren. Ich verstehe nicht, weil das da unten ist noch immer. British Raj, vielleicht. Schauen wir uns mal die Informationen. Vielleicht sind die gar kein Protektorat mehr, oder? Doch, sind eine Puppet von Großbritannien. Ich habe nämlich gedacht, vielleicht, dass das da. Vielleicht gegangen und jetzt kriegen die nur noch 20% von dem Gebiet, oder? Ich habe nicht den Blass. Jetzt schauen wir uns, was hier passiert ist. Uff, die haben aber viele Kriege. Ach, vielleicht liegt es an den Kriegen. Was sind nur Aufstände? Gegen den Sierra Leone und den Aufstand gegen die Truth of States. Das Ja, das kann ja mal nicht sein, oder? Echt jetzt? Wie verlieren wir diesen Krieg? Sierra Leone ist irgendwo da drüben, gell? Da, ja. Den verlieren wir auch, den Krieg. Wie kann das sein? Wie kann Großbritannien diese Kriege verlieren? Okay, schauen wir mal. Wir haben jetzt schon 23 Staaten in Turmoil. Finde ich gut. Mich wundert, dass ich noch immer keine Revolution habe. Wobei, nein, stimmt nicht. Es gab letztens eine Revolution. Dieser Teil hier, Sansibar, wollte sich unabhängig erklären. Hat es dann aber gemacht, nachdem ich mit anderen machen gegangen bin. Okay. Was haben wir hier? Wir haben hier noch drei Diplomatik. Eines, da sind wir nicht wirklich dran interessiert, das ist Serbien und ein revolutionäres Serbien, aber obwohl wir gerne dem revolutionären Serbien geholfen hätten, als die Osmanen und die Russen auf serbischer Seite. Das haben wir dann gelassen. Hier haben wir revolutionäres Skandinavien, dem wollen wir natürlich. Aber Frankreich ist auf der Seite von Skandinavien, deswegen wollen wir das auch lassen. Und Großbritannien hat noch eine Absetzung, nämlich die Ionischen Inseln. Da können wir nicht viel eingreifen, weil wir mit Großbritannien einen Waffenstillstand haben. Jo. Also wie schon gesagt, Großbritannien geht gerade ziemlich im Bach. Der einzige Groß noch da ist, ist Frankreich. Und denen geht es aber blendend. Doppelt so hohes Bruttoinlandsprodukt hier. Also wir haben in der Zwischenzeit auch China überholt mit dem Bruttoinlandsprodukt. Und unsere Standard of Living ist. Schau was an, die Standard of Living ist bei denen auch stark runtergegangen. Wie kommt das? Wieso ist das interessant? Ja, schauen wir mal, was passiert. So, haben wir irgendwelche? Ja, wir haben zwei halb radikale Bewegungen.
Regulatory Bodies ist grundsätzlich, dagegen habe ich grundsätzlich einzuwenden in Wirklichkeit. Allerdings können wir es mit unserer Regierung nicht umsetzen, weil unsere Regierung besteht nur aus Aristokraten. Und die werden das nicht umsetzen. Ja, können Sie sich auf den Kopf stellen. Trade Unions. Und was wollen die? Cultural Exclusion. Ah, ich glaube, das ist etwas, was wir bräuchten, rein theoretisch, gell? Ah, das sind die Aristokraten dagegen, gell? Na, das machen wir auf keinen Fall. Auch wenn ihr das vielleicht wollt. Das würde auf jeden Fall das triggern, wenn wir das würden. Ich meine, wir könnten es natürlich schon machen. Ich meine, wir haben jetzt das Jahr 1883. Historische Österreich hat auch den Ausgleich mit Ungarn gemacht im Jahr 70, glaube ich, oder 80. Und dann sind auf jeden Fall schon drüber. Wir halten schon länger durch die Konservative. Und wir hatten auch noch keine Revolution hier in Österreich. Das habe ich schon gesagt, bis auf den einen Aufstand in Sansibar haben wir bis jetzt noch niederschlagen müssen. In Deutschland hingegen schlagen wir die ganze Zeit etwas nieder. Wir helfen gerade Anhalt gegen seine Revolution. Mehr oder weniger. Ja, machen wir einfach weiter. Wie schon gesagt, wir bauen einen Haufen Zeug. Unsere Märkte sind total. Ja, ich glaube, wir haben. Warte mal, wir haben irgendeinen Markt. Haben wir, kann es sein, dass wir keinen Markt zugekriegt? Na, eigentlich nicht. Aber Anhalt hätte ich ganz gerne in unserem Markt. Oh, sie haben keinen Markt. Britischen Markt, das ist interessant. Wieso haben die alle keinen Kontakt zum Markt? Was ist da los? Der Grund sein dafür, dass das gegangen ist. Interessant. Und schon wieder was. Was ist das? Kommunistisches Mecklenburg. Die unterstützen natürlich. Oh Mann, warte mal. Vielleicht sollte ich. Ist das Hannover gegen radikales Braunschweig? Ah, das habe ich irgendwie übersehen. Stimmt, war einer von den Konflikten. Kriegt er rechtzeitig. Es ist ein einziger Krieg in Deutschland. Aber bei Sie haben wir dabei. Das ist schon gesagt. Anhalt hätten wir ganz gerne in unserer Customs Union. Wir haben schon ein Trade Agreement und wir geben ihnen Geld jede Runde. Oh, warte mal, wir haben eine. Oh, wir haben eine Obligation mit denen. Yeah. Anhalt ist auch in unserem Ding drinnen. Das heißt aber, wir können das Banking lassen. Das heißt, ah, Preußen hat seine Hauptstadt darüber verlegt. Dieser Teil des Preußischen Marktes. Preußen zerstört, könnte man sagen. Also, weitermachen. Sonst eintreten.
Yo, man. Ausgezeichnet. Die kommen auch in unseren Markt, weil sie ja gleich wieder in Anhalt dabei sind. Wonderful. Preußen ist so. Könnte man sagen. Auch schon, was das Mecklenburg so kann. Maintain Balance of Power, aber Advanced Materialism. Mecklenburg, was wollt ihr? Ihr seid konservativ. Vielleicht nicht. Dass ihr gewinnt, obwohl, wenn wir die Kommunisten anbieten würden, irgendwas im Kampf gegen Preußen, würde ich vielleicht schon mit. Schauen wir mal. Oh, ich kann ein Interesse aussprechen. Wenn wir könnten. Natürlich hier machen. Warte mal, bevor wir das machen, das ist doch so auf der Nile Congo River. Was brauchen wir da? Interesting Congo. Oh Gott. Vielleicht funktioniert das besser. Und da mal eine Interest her. Oh, wir können sowieso mehrere. Pazifische Küste, weil da können wir nämlich auch die Westen hier erforschen. Und noch eines in der Mitte natürlich. Konflikte auf der Welt. Schrecklich. Schrecklich. Ah, die Truschen. Ich. Von den Briten. Jetzt. Rein Persien. Ich frage mich gerade, haben wir noch Infamy? Ja, haben wir noch. Okay. Wir werden also niemanden angreifen. Zum Protektorat machen. Ich habe mir gedacht, vielleicht Nedged. Das könnte Nedged oder Chub. Nedged ist wahrscheinlich besser. Wir könnten tatsächlich. So. Und wir werden irgendwann mal Öl brauchen. Keine Ölgebiete. Die haben kein Öl, wahrscheinlich weiß ich noch nicht, denn weil wir noch nicht die Technologie haben. Oder weil die Staaten noch nicht die Technologie haben. Persien als Puppet wäre natürlich schon krank. Yay. Radikale Anhalt hat kontrolliert. Ah, die Russen sind so unfähig. Die gehen sogar gegen die Revolutionäre hier. Was ist das? Württemberg gegen. Die proletarische Dings, oh, da bin ich sogar schon drinnen. Yay. I guess. Ist jetzt noch mobilisiert? Ja. Es wird gestartet.
Okay, schauen wir mal. Ich hab doch normalerweise noch einen. Da. Die haben aber viele Truppen. Wie kommt denn das? Wie können die 58 Truppen haben? Die haben 75 mobilisierte Bataillone. Bist du hier, ne? Ja. Also gut, wartet mal. Machen wir noch. Das wollen wir eigentlich machen. Wir wollten schauen. Und Dad, für wen können wir das? Oh, warte mal. Auf vier, nein. Ich meine, es wäre wirklich cool für die Briten. Ach, das könnte auch einen Monster-Loan. Wir haben nur 9 Millionen Reserven. Da würden wir uns selbst würzen. Russland hat auch schon nur 2 Millionen. Frankreich hat Schulden. Mal schauen, was an. Preußen auch. 14,5. 25 Millionen, bist du irre. Kanada. British. 9 Millionen. Puh. War nicht schlecht. New South Wales. Die ganzen Kolonien auch. Warte mal, Bankrolled. Wir könnten natürlich noch was. In unsere, warte mal, schauen wir mal, ob die einfach so in unsere Customs kommen würden. Jope. Was mit Sardinien? Nope. Machen wir das. Wir wollen ja schließlich dem keine Möglichkeit lassen, mal wieder aus ihrem Status als kleine Power herauszukommen. Also ihr würdet es nicht machen, aber ihr seid auch knapp dran. Montenegro. No obligation. Aber nicht. Also Montenegro hätte ich auch ganz gerne. Aber vor allem Sardinien, Piemont. Zum Bankroll von dir machen. Das kostet. Wie viel wird das kosten? 20.000. Schon recht teuer. Wir sind G-mäßig sind wir da. Und daher gehen sie noch 70. Ah ja, machen wir. Wenn wir eine Obligation innen kriegen. Können wir sie in unseren Dings reinholen. Und wir wollen sie in unserem Markt haben. Großartig. So viele Konflikte. Yay. Essen ist Teil unseres Marktes. Unser Markt geteilt und weg. Sehr gut, sehr gut. Warte mal. Der Papst ist im
französischen Markt? Wie kann das sein? Ich hasse euch Franzosen. Ist das immer tun? Haben wir außerdem keine Alliance mehr mit euch. Was ist mit euch passiert? Pact cannot be broken by us until 1893. Was ist das gerade erst passiert? Arg. Mit wem haben die eine Kaufunion? Belgien? Können wir das auch machen? Denen ein Dings weg? Keine Trade Routes. Das stimmt ja gar nicht. Mit dem französischen Markt habe ich einen Haufen Trade Routes. Den französischen Markt. Tja. Das ist ein. Wir können eine Optik. Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Ist Belgien ist auf jeden Fall besser als Franzosen auf jeden Fall nie. Was könnten die Belgier mit der Obligation machen? Uns zwingen, in den Krieg zu kommen. Die Kriege können. Nein. Who knows? Who cares? Machen wir. So, okay. Und Eisenbahnen, ja. Du. Yep. Du. Auch. Also brauchst die Hälfte. Wegen das Problem mit der Infra. Yes. In das Frank. Ich kann das auch. Oh. Hat auch ein paar. Ja, da hat man einen Midway gebaut. Passt. Ja. Ich würde mal sagen, das revolutionäre Skandinavien verliert diesen. Keine Angebote von dir, Mecklenburg. Okay. Also, das ist.
wurscht, dann gehen wir raus aus dem Krieg. Den brauchen wir nicht mehr sehen. Der dingst uns nur den Platz. Oh, Baden auf deren Seite. Ist ja süß. Was für ein Krieg, das ist Mara und Revolutionary Mara, was du willst, Arianism und du willst Strength of the Nation. Dann jemand unterstütze dann euch. Ah, tu ich eben. Also ich würde euch nicht machen. Ich muss auf eurer Seite umsetzen. Warum hat New South Wales in ihren Interesse, in Italien Interesse? I do not understand. Questionable practice. Released patients from Vienna. Asylum has steadily denounced the practices of medical treatments, mistreatment of the sick, holding of personal letters and proportionate punishments. The charges that cannot be trusted. Jetzt gehen wir runter. Was haben wir da jetzt für einen Wert gehabt? Minus 3. Das wäre schlecht. We need to entirely revise how asylums work, plus rent standard of living. Kostet allerdings 51 an expenses. Das ist teuer. Oder the trade union can take over the asylum administration. Minus 10% Bürokratie, das ist etwas, was ich zurzeit mir leisten kann. Machen wir das. So groß reden, dann können sie ruhig auch arbeiten. Oh, warten wir ja gar nicht mehr auf deren Seite. Was ist da?
Zeug. Okay. Na gut, das sollte kurz und schmerzlos werden. Two arms. Okay. Das ist mit einer Stärke von A. Ihre Stärke von die Revolutionäre können uns mal gern haben. Die nehmen wir mal auseinander. Sicherheitshalber. Ist gewonnen. Also geht das nicht. Ah, have at least 25 Sachen, die immer. Der schaut ziemlich friedlich alles aus. Keine Konflikte mehr, vielleicht. Leute wieder zurück zu schicken und visieren. Das ist jetzt wirklich. Ja. Ganz auf. Level 2. Ja, Rang 2. Ja, überholt. So, wir sind doch fast durch. Wir werden es. Schaut mal, kommt voll hier. Und noch ein Konstruktionsworkshop. Vielleicht sogar zwei. Inactive Trade. So, das auch auf. Das eben machen wir weiter, weil das haben wir nicht in den Lahn. Einfach. Wir brauchen Gummi. Okay. Gummi. Irgendwo bauen. Oh ja, ein Sansibar gibt's.
beim Sekt und Rauschen. Dazwischen sind das Zeug aus dem holländischen Markt. Vielleicht skandinavisch. Schauen wir mal, Elektrizität! Auch weiter unten. Das ist wahnsinnig. Ah, brauchen wir gerade aus sogar. Brauchen wir noch stärker aus. Kleidung 2300 zu wenig. Bis. Irre. Gummi haben wir schon gesagt. Und mit Öl kann man das irgendwo her. Nope. Kein Import. Dabei importieren. Oh yes. Mexiko. Mexiko. Einfach weil ich Skandinavien nicht. Boah, wir brauchen aber urviel. 1005. Expanden wir das da auch. Was? Wir haben importiert, dann stellen wir eben einen billigen von allen. Was? Hier? Was noch? Ich glaube, gleich. Holz auch, bist du irre. Na, dann mal an. Vielleicht können wir noch irgendwas stellen. Holz, Holz, Holz. Schau mal, aber. Vielleicht könnte man bauen. Ja, das sieht nicht aus. Also wenn ich dich auf Electricals umstelle, haben wir genügend Elektrizität? Jo. Was ist mit dir? Ich bin sowieso schon mal, ob es wird. Ich
Okay. Das klingt jetzt nicht wirklich aus. Oh, sehe ich. Warum ich muss Bürokratie? Das muss 10% wirklich so. Die ich krieg. Camps werden. Etwas, was die an Orte auch erweitern können. Tabak. Den von irgendwo her. Wow, tausend Stück amerikanischen. Haben wir zu viele Convoys? Wahrscheinlich nicht. Alles. So. Sollen wir den Nil suchen? Noch ein letztes. Oh, zwei weitere Convoys. Das war ein Angriff des Jesus, der King ist. Ja. Machen wir. Genau, Lucatius, der Windischgrätz ist. 32 Units. 5 Units, also bist du am 9 Head. Oh, ups. Ah, okay. Einfach weil du schon dagegen. Der Konflikt und dann treffen wir heute. Das ist. Wer ist er? Britisch Rat. Ja. Karen Uprising. Oh, wir sind mal. Was an. Was ist die Brie? So, was ist das? Oh, sind die Ionischen Inseln unabhängig geworden von den Briten? Tatsache. Die Briten sind so doof. Die können gar nichts. Was wollen die? Ich sag sie nicht. Auch konservativ, auch maintainen. Mit dem Mut. Die sind agrarisch. Ja. Noch was dann? Schauen wir mal. So, genau, wir wollten. Aufhören. Nicht minus 2. Okay, meine Damen und Herren. Es hat euch gefallen. Wir hören für heute auf. Wir sehen uns das nächste Mal bald wieder. Bis dann.